Recht herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Lars Reiter und wir sind in Folge Nummer 22 von Astroneer. Ja, unser Ziel ist es in dieser Folge mit dem Trecker loszufahren, Harz zu bekommen, und wenn wir Harz haben, brauchen wir definitiv eine Plattform, um die Erzzentrifuge da drauf zu bauen. Aber das machen wir alles nach dem Intro, ne? Bis gleich. So, dann steigen wir mal in den Trecker ein und fahren dann mal hier rum auf unsere Bahn. Und die Bahn, die können wir eigentlich gleich hier mal auch reparieren, ne? So. Diese hier auch noch nicht fertig, ne? Ich glaube, wir machen das mal hier weiter. Werkzeug raus. Hier müssen wir mal gerade ein paar Hügel erstmal abbauen. Okay, da geht's runter, da sollten wir vielleicht nicht lang fahren. Hier wieder ans Röhrchen dran. So, jetzt müssen wir gucken, dass wir da glatt ziehen. Werkzeugwechsel in dieser Form. Mal weiter hier hingehen. So ist es besser, oder? Das sieht schon einigermaßen aus. Glaube, jetzt müssen wir mal gucken, dass wir. Nein, das war zu steil, glaube ich. So geht's. Außer diese Stufe hier, die ist jetzt gerade nicht so praktikabel. Ja, das heißt, wir müssen hier wieder aufschütten. Glaube, jetzt passt's. Ich glaube, doch, das ist alles okay hier, glaube ich noch, ne? Jetzt müssen wir nur hier vielleicht von da mal nach hier ziehen. So sieht es doch ganz gut aus, oder? Von hier noch so ein bisschen nach da und vielleicht noch die Ecke weg. Ja, das war jetzt hier nicht so ganz so praktikabel. Okay, jetzt wird das Werkzeug weggeräumt. Okay, sind wir jetzt hier gerade was schlecht gebaut? Nö, ne? Doch, hier sieht es ein bisschen schlecht aus, oder? So ist besser. Und dann. Ne, so machen wir das so. So ist gut. Und hier gefällt es mir jetzt noch nicht.
Ist das besser? So geht's eigentlich, ne? Naja, doch nicht so ganz. Hier ist jetzt zu hoch. Hier ist zu hoch. Okay, jetzt haben wir kein Material zum Ausgleichen. Das bedeutet, wir müssen jetzt hier erst was wegnehmen. Und dann können wir hier was so machen. Ist das jetzt besser? Ich glaube nicht wirklich, ne? Jetzt haben wir wieder kein Material mehr. Das müssen wir jetzt da holen. Und dann können wir es hier wieder ausgleichen. So. So, ich glaube, jetzt passt es aber, ne? Dann fahren wir weiter. Ja, ich glaube, das geht. Noch das Ding da schon immer? Nee, oder? Das ist neu. Was ist das? Falsch zugestellte Fracht. A distributed container which may hold items of value and attachment running label rates. LUC1D Modified Life Extract Property of Exodynamics. Ja. Was muss ich tun? Kann ich da was dran tun? Hört sich gerade so nach Geigerzähler an, ne? Weiß ich jetzt nicht. Ich fahr mal lieber mein Dingens holen, mein Harz holen. Das gab's da hinten, ne? Und da geht's runter, da fahren wir besser nicht rein. Jetzt ist er aus. Einmal runter. Einmal anschalten, aufladen. Fertig. Weiter geht's. Und zum Harz, den es hier gibt. Okay, hier gibt es eine Verbindung. Sehr gut. Und da ist der Saft wieder alle. Okay, da fällt der erste schon runter. Okay, den nehmen wir dann später hoch. Müssen wir erstmal jetzt loswerden. Wir haben auch noch eben das Graphit aufgepackt. Hat auch gut geklappt, ne? Ne, das, doch, das können wir auch machen. Gucken wir das hier mal. Ja, mach erstmal das da drüber.
Den da auch noch hin. Was ist das hier? Bohreranpassung? Ne, da ist nichts dran gekommen, ne? Ja, gut. Dann gehen wir wieder zurück. Da ist schon eine Höhle. Ich glaube, da sind wir voll, ne? Jetzt müssen wir mal gucken, dass wir hier. Irgendwie so eine Rampe hinkriegen. So. Hin. So, einer geht noch. Ich glaube, wir gehen jetzt da mal raus, ne, wenn das klappt. Okay, hier kommen wir noch nicht weiter. So passt's. Jetzt können wir entladen erstmal. Das hat wieder gut geklappt. Wie viel haben wir jetzt noch? 2, 4 Stück. Die Rampe, die wir da reingebaut haben, ist jetzt nicht so dolle, ne? Kriege ich jetzt irgendwie nicht. So gefällt sie mir besser. Ich glaube, diese Fläche ist gut. Und da geht's gleich da rein, ey. So. Ja, wir können da unten jetzt erstmal was abbauen, ne? Wenn es denn noch was zum Abbauen gibt, ist die nächste Frage. Aber hier blinkt es ja noch.
Na, hier gibt's wohl nichts mehr, ne? Doch, da muss noch was sein. Wenn ich den da hinstellen kann. Ja, dann klappt's. Dann nehme ich den noch und stelle den mal hier hin. Und dann können wir hier noch ein bisschen buddeln, oder? Aber wie es aussieht, ist hier nichts mehr. Nö. Da. Okay, das war's jetzt hier. Jetzt müssen wir keine Panik kriegen, sondern nur hochgehen, ne? Hier gibt's schon wieder Sauerstoff und das ist gut. Hier ist nichts mehr. Okay, vielleicht Ressource doch erschöpft. Da wollte ich nicht runterfallen. Wo komme ich denn jetzt hier hoch? Bitteschön. Da. So, hier geht's lang. Hier geht's lang. Und hier müssen wir jetzt gerade noch was bauen. Damit wir da lang können. Da geht schon raus. Gut, erledigt. Da haben wir zum Glück einen Deckel drauf gemacht, sonst wären wir da gerade wieder reingeflogen, ne? Und dann noch gerade das da reingepackt. Und dann denke ich mal, haben wir es auch schon wieder. Können wir zurückfahren, ne? Haben wir einiges an Baumaterial gekriegt. Hier ist eine Leitung, da ist schon mal gut. Wo ist unsere Brücke jetzt? Ich glaube da, ne? Ja. Okay, da haben wir gerade den Ständer mitgenommen. Oh nee, wir wollen da nicht runterfallen, ey. So, da sind wir angekommen. Dann müssen wir hier nur noch eben herkommen, ne? Dann klappt es auch mit dem Nachbarn. Gut, aber ich würde sagen, alles Weitere machen wir in der nächsten Folge. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch keine Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Bis zur nächsten Folge. Ciao.